Ein knackiges High-Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, ich hatte es euch versprochen, dass die Woche definitiv ein Siegfried-Video kommt. Heute ist der Tag der Tage. Ich stelle sie euch heute vor. Ja, Siegfried Stufe 7, Premium-Kreuzer, das aktuelle Feldzugschiff. Was soll ich sagen? Ihr wisst ja, in den Stream habe ich das Ding wirklich verflucht. Ich habe gesagt, das Ding packe ich nie wieder an. Ich habe mir ja aber jetzt wirklich die Zeit genommen und auch die Mühe gemacht, mir zigtausend Videos angeguckt von der PC-Version, hab die Skillung nochmal 500.000 Mal getestet gehabt und bin zu dem Entschluss gekommen, das Ding ist gar nicht so verkehrt. Sie macht Spaß, sie ist aber sehr, sehr schwierig zu spielen und ich denke, viele werden mit ihr einfach überfordert sein. Aber wenn man so den Dreh raus hat, kann man mit ihr was reißen und man kann auch mit ihr wirklich Spaß haben. Trotzdem bleibe ich der Meinung, das, was ich im Stream schon gesagt habe, die Siegfried wäre ein deutlich besseres Schlachtschiff, also es wäre deutlich besser, sie als Schlachtschiff zu klassifizieren, weil uns fehlen einfach gewisse Perks, ne? Beim Schlachtschiffkapitän, wir nehmen jetzt mal einen Heil zum Beispiel, hätten wir jetzt 5-mal Heilung, was das Schiff wirklich, wirklich gut gebrauchen kann, wir hätten natürlich bessere Drehgeschwindigkeiten von den Türmen, wir hätten eine bessere Genauigkeit, wir hätten einen höheren AP-Granatenschaden, also als Schlachtschiff wäre sie mir 1000-mal lieber und ich kann es einfach nicht nachvollziehen, warum Wargaming einen Schlachtkreuzer als Kreuzer reinbringt, denn es passt einfach nicht, ne? Die Odin ist zum Beispiel ein Schlachtschiff, die von der Panzerung gleich aufgebaut ist. Die hat sogar ein Turtleback, die hat deutlich bessere Nachladezeiten. Klar, sie hat ein etwas kleineres Kaliber, keine Frage. Trotzdem ist sie ein Schlachtschiff. Die Hood ist bei uns im Spiel ein Schlachtschiff, obwohl sie ein Schlachtkreuzer ist. Die Ashitaka ist ein Schlachtschiff, obwohl sie ein Schlachtkreuzer ist. Die Amagi, was haben wir noch? Ja, ich sag mal, Kneisenau und Scharnhorst auch, obwohl sie wirklich in echt auch als Schlachtschiff klassifiziert wurden von den Deutschen. Trotzdem ist sie zum Beispiel der Kneisenau recht ähnlich und die Kneisenau ist ein Schlachtschiff, die Siegfried nicht. Das ist eine Sache, die mich wirklich massiv stört und auch so vom Spielstil her mich wirklich gestört hat, weil ich das Ding immer als Schlachtschiff fahren wollte. Ihr könnt sie aber nicht spielen wie ein typisches deutsches Schlachtschiff. Sie ist kein Schiff, mit dem man komplett in den Nahkampf fahren sollte. Das macht sie nicht mit, da hat sie gar keinen Bock drauf. Und auch vom Anwinkeln her muss man sie anders anwinkeln, als wie zum Beispiel eine Bismarck, eine Tirpitz, eine Kneisenau, denn ihr habt vorne ganz, ganz viele arge Probleme. Da kommen wir aber gleich zu sprechen drauf, deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, wir fangen erstmal an. Ja, geschichtlich gibt es zu dem Schiff nichts zu sagen, das Schiff wurde nie gebaut und ganz ehrlich, Freunde, das Schiff wäre so auch niemals gebaut worden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, die Deutschen haben sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, ihre Zitadelle wirklich sehr, sehr gut zu schützen. Das haben wir hier nicht. Und die Zitadelle liegt hier auch sehr, sehr hoch. Kommen wir aber gleich drauf, zeige ich euch natürlich. Ja, ich zeige euch erstmal, was wir hier so eingebaut haben. Wir haben natürlich als erstes das Zielsystem Mod 1 drin, wisst ihr ja ganz klar. Als zweites haben wir das Steuergetriebe Mod 2 drin. Als drittes habe ich das Steuergetriebe Mod 3 drin. Ihr könnt natürlich auch das Tarnsystem Mod 1 nehmen, das wäre auch nicht so verkehrt. Aber ich will die Wendigkeit von diesem Schiff haben und deswegen habe ich mich für das Steuergetriebe entschieden. Dann zum Schluss hatte ich ja sonst immer den Hauptbatteriemod drin, um die Nachladezeit runterzudrücken. Allerdings haben wir dann eine sehr, 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 sehr bescheidene Drehgeschwindigkeit der Türme und das macht einfach null Spaß. Deswegen habe ich mich hier für die Feuerleitanlage Mod 2 entschieden. Denn die Siegfried sollte man immer auf einer gewissen Reichweite lassen. Wenn man zu nah rankommt, kann man mal torpen. Man muss aber auch wieder schnellstmöglich da rausgehen, weil sonst tut's richtig, richtig böse weh. So, gehen wir mal auf die Ausrüstung. Wir haben dabei Schadensbegrenzung 1, wir haben 3x Sonar, 4 Katapultjäger und 3x Reparaturmannschaft. Natürlich haben wir hier auch wieder meine Scharnhorstfahne dabei. Normalerweise habe ich hier noch den epischen Booster dabei, den habe ich jetzt mal rausgemacht, damit ihr die normalen Werte seht. Wir können aber gleich auch den Booster-Fähnchen mal wieder drauf machen, damit ihr einfach seht, was sich dort verändert. So, wir haben Werte 68 Punkte beim Überleben, wir haben 55.000 Trefferpunkte, das ist okay. Panzerung 16 bis 360 mm, Torpedoschadensverringerung 22%. Artillerie haben wir hier 3x2, 38 cm, also die guten alten Bismarck-Türme. Feuerreichweite 18,7 km. Nachladezeit 26 Sekunden, Dauer 180 Grad Kehre 36 Sekunden. Also da ist schon der erste große Nachteil vom Siegfried. Sie hat eine verdammt hohe Nachladezeit für ein deutsches Schiff und auch sehr, sehr bescheidene Drehgeschwindigkeiten der Türme, was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, sie ist ein Kreuzer in ihrem Spiel, da muss das angepasst werden. Ja, dann gibt sie uns doch bitte als Schlachtschiff, weil da hätte sie deutlich, deutlich mehr Pluspunkte bei mir sammeln können. Sprenggranatenhöchstschaden haben wir 4400, Brandwahrscheinlichkeit 34%, AP-Granatenhöchstschaden 11600. Ich spiele sie wirklich hauptsächlich mit AP. Ich habe bei dem Ding, glaube ich, noch nicht einmal mit HE geschossen. So, Torpedos haben wir. Halt, stopp!
Weil die Secondary ist hier eigentlich auch mal ganz wichtig zu erwähnen. Wir haben eine Feuerreichweite von nur 5,2 Kilometern, eine Nachladezeit von 3,6 Sekunden. Sprenggranatenhöchstschaden 1500. Das Problem ist, ich habe auch schon versucht gehabt, weil die PC-Spieler spielen sie sehr, sehr gerne mit Secondary-Build. Das können wir bei uns vergessen. Wir kriegen sie kaum hoch mit Secondary-Build und es ist sehr, sehr schade. Großer Kritikpunkt gegenüber der PC-Version. Wäre wahrscheinlich hier ganz witzig und auch wirklich gut angebracht. So, Torpedos haben wir hier 2x4 533 mm, Nachladezeit 90 Sekunden, Dauer 180 Grad, Kehre 6 Sekunden, Höchstschaden 13.700, Torpedoerkennbarkeit 1,3 Kilometer, Torpedoreichweite 6 Kilometer, Torpedogeschwindigkeit 65 Knoten. Manövrierbarkeit haben wir 33,5 Knoten, das ist in Ordnung, Wendekreisradius 880 Meter, das ist okay, Ruderstellzeiten 6,7 Sekunden ist auch okay. Tarnung haben wir 12 Kilometer, wir haben eine Erkennbarkeit zur Luft 6 Kilometer, garantierte Erkennbarkeit 2 Kilometer und beim Nebeln im Feuern gehen wir bei 12,5 Kilometern auf. Panzerung, ja, hier kommt die große Schwäche und das ist auch das, wo ich gesagt habe, das hätten die Deutschen sowas so niemals gebaut. Ihr seht schon, wir haben eine Bugpanzerung von nur 26 mm. Die auf der PC-Version haben 27 mm und die 1 mm Unterschied sind fatal. Also ihr solltet niemals frontal mit dem Schiff stehen, da werdet ihr sofort durchschlagen mit den großen, also ab 38 tut da alles weh und ihr wisst ja, auf Stufe 7 haben wir fast nur 38. Odin fällt mal ein bisschen raus mit ihrem kleineren Kaliber. Aber alles andere hat sogar noch ein größeres Kaliber. Und da tut's richtig, richtig, richtig weh. Denn wenn der Bug durchschlagen wird, machen wir hier auch mal weg. Seht ihr schon, die Panzerschotte ist oben auch sehr, sehr dünn. Wir gucken mal, ich glaube, hier war das, ne? Dann sehen wir das nämlich auch. Moment. Nee, dann war's. Ach, hier war's. Entschuldigung. Hier. Den Querab haben wir hier nur 25 mm im oberen Bereich und unten haben wir natürlich 100 mm. Also ihr seht schon, obenrum ist sie sehr, sehr weich. Ich werde auch gleich nochmal die Kneisenau rauszücken, denn es gibt ja viele, die sagen, ja, das ist eine Kneisenau auf Stufe 7. Nein, Freunde, sie ist nicht mit der Kneisenau verwandt, auch von der panzerungslayout-technischen Seite überhaupt nicht. Und das werdet ihr auch gleich sehen. Ja, dann gibt es noch einen großen anderen Kritikpunkt. Klar, wir haben hier auf dem Panzergürtel, na, wo ist er denn? Hier, wir haben hier 190 mm im unteren Bereich, wir haben 27 mm, das ist aber im Großen und Ganzen erstmal nicht ganz so wichtig, aber, na, wo ist denn die gute alte Seitenpanzerung? Hier, wir haben hier 90 bis 190 mm. Wenn diese Panzerung an der Seite durchschlagen wird, haben wir auch ein großes Problem, denn ihr seht schon, die Zitadelle liegt ziemlich weit oben bei dem Schiff. Also sie guckt oben aus dem Wasser raus, ich versuche es mal so zu machen, damit ihr das seht. Also, ihr seht, die Zita guckt deutlich über dem Wasser raus und das heißt auch, wenn die Zita getroffen wird, tut's richtig, richtig weh. Und es ist gar nicht mal schwer, der Siegfried eine Zita zu drücken. Das ist halt so eine Sache, wo ich sage, das ist kein deutsches Schiff, denn die Deutschen haben wirklich immer sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, die wichtigsten Faktoren von dem Schiff gut zu panzern. Hier in dem Sinn ist das nicht so, denn wir haben auch kein Turtleback. Deswegen ist es für mich kein echtes deutsches Schiff, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ja, kommen wir zur Übersicht. Wir haben schwere Geschütze. Dieses Schiff ist mit großkalibrigen Hauptgeschützen bewaffnet. Jo, C, überdurchschnittliche Basis-EP. Ja, davon hat man aber nicht viel, weil sie kann auch ordentlich fressen. Und hoher AP-Schaden, überdurchschnittliche Schaden durch AP-Granaten. Ja, ich mache sehr, sehr viele Overpins mit ihr, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ihr seht, es ist ein Entwurf von 1940 und das ist halt auch schon wieder so eine Sache, wo ich mir so denke, Bismarck, Neisse, allen drum und dran sind deutlich früher gebaut worden, vor 1940. Die waren 1940 schon fast fertiggestellt, wo ich mir dann sage, okay, sie ist im Großen und Ganzen eine Nachentwicklung und im Großen und Ganzen aber deutlich schlechter überlegt als Bismarck und Co. Wo ich mir dann so denke, alles klar, die Deutschen haben sich dann im Nachhinein verschlechtert. Finde ich ein bisschen blödsinnig, aber okay. Wollen wir nicht weiter drauf eingehen. Gehen wir mal auf die, also Lane-Kraftspiel. Nee, machen wir erstmal nicht. Wir gehen jetzt erstmal schnell auf die Kneisenau, damit ihr auch die Panzerung von der Kneisenau seht, dass die Kneisenau dort doch nochmal ein bisschen anders aufgebaut ist. Und ihr müsst bedenken, die Kneisenau hat zum Beispiel auch ein Turtleback. So, ihr seht schon, unsere Bugpanzerung besteht hier schon mal untenrum aus 70 mm. Das ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Wir haben hier untere Seite 40 mm. Das ist aber kaum Redewert und hier haben wir auch 25 mm. Trotzdem haben wir, wie gesagt, hier die guten 70 mm. Bei dem Siegfried ist ja alles 26 mm. So, das machen wir mal weg. Und hier seht ihr auch schon wieder die Querschotte. Ist klar, wir haben hier eine obere Schicht, die ziemlich, ziemlich anfällig ist, aber wirklich sehr, sehr
dünn. Ne? Also wir haben hier 20 bis 150 mm und der Rest hier 50 bis 110 mm. Also die. Und hier haben wir nochmal 45 bis 350 mm bei der Kasematte. So. Und daran seht ihr schon, dass das Ding hier deutlich, deutlich stabiler aufgebaut ist als der Siegfried. So, jetzt gehen wir auf den Kapitän, Freunde. Jetzt gehen wir hier erstmal wieder auf den Siegfried. Ich habe mich für die Azor Lane Craft Spee entschieden. Normalerweise muss ich sagen, wenn ich die jetzt nicht gehabt hätte, würde ich nach wie vor mit Karl von Müller spielen. Und ich werde euch auch gleich sagen, warum ich Karl von Müller dem Günther Lütjens bevorzugen würde. Als erstes habe ich als Inspiration Norman Scott drin und als zweites habe ich die Shanos Lady drin, um einfach wirklich eine sehr, sehr genaue Siegfried zu bekommen. Als Basisfähigkeit haben wir Westentaschenschlachtschiff, erhöht die vom Verbrauchsmaterial Reparaturmannschaft wiederhergestellten TP. Das ist ganz, ganz wichtig, Freunde, denn wie ich es eben schon sagte, sie frisst enorm und dann ist es natürlich gut, wenn man wieder ein bisschen davon mehr zurück heilen kann. Dann habe ich hier außerhalb der Reichweite, um einfach meine Reichweite zu erhöhen, dann haben wir hier Geist, reduziert den Erkennbarkeitsradius des Kreuzers zu Wasser und aus der Luft. Dann habe ich hier gepanzert und fixiert. Zum Schluss könnte man nochmal Nachfüllstation nehmen, um einfach die Nachladezeit runterzudrücken. Das Problem ist aber, dann habt ihr nur zweimal Heilung und die Siegfried braucht ihre Heilung. Sie braucht sie einfach und deswegen habe ich hier vollständig verpackt genommen, um einfach statt zwei Heilung, drei Heilung zu nehmen. Ihr habt es ja mal im Stream gesehen gehabt, wir hatten mal Hide getestet. Dort haben wir dann sogar vier Heilung, aber wir können halt leider nicht sonderlich viel von den Skillen dann benutzen, weil sie halt doch fast alle auf das Schlachtschiff bezogen sind. Sehr, 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 sehr schade. Ja, warum würde ich dann den Karl von Müller nehmen? Ganz einfach, Freunde, sie ist mit Lütjens ein absolutes Streumonster. Ich habe sie mit Lütjens auch getestet gehabt und mit Karl von Müller habt ihr einfach die Präzision, die dieses Schiff braucht, um wirklich richtig einen raushauen zu können. Hier habe ich dann halt auch außerhalb der Reichweite. Wir haben dann hier, bevor es zu spät ist, um die Erkennbarkeit der Torpedos zu erhöhen. Man könnte auch hier Expose nehmen, um einfach die Reichweite vom Sonar zu erhöhen. Dann habe ich hier wieder gepanzert genommen und fixiert. Und zum Schluss hatte ich noch Nachfüllstationen, würde ich aber wahrscheinlich auch wieder vollständig verpackt nehmen. Ja, Inspiration habe ich hier Mimbelli und natürlich Norman Scott. So, beim Lütjens können wir gerne auch nochmal reinschauen, Freunde. Dann haben wir das auch durch. Ihr habt natürlich den Vorteil, dass ihr den Schwamm habt. Ihr könnt natürlich das Ding schneller machen. Ihr könnt genial nehmen, um einfach die Drehgeschwindigkeiten der Türme zu verbessern. Aber ihr seht, wir haben hier nichts mit fixiert. Wir können hier einfach die Genauigkeit von dem Schiff nicht erhöhen. Ich habe hier den Norman Scott reingemacht. Ich hatte auch schon die Shanos Lady drin reingemacht. Das Problem ist, das Ding streut so dermaßen, also eine Gneisenau ist da wirklich gar nichts gegen. Und da habe ich mir dann gesagt, ey, das geht nicht, das ist nicht mein Spielstil, ich brauche die Genauigkeit. Und wie gesagt, mit der Azor Lane Kraftspee ist es super, die Kraftspee ist im Großen und Ganzen ein Karl von Müller. Nur, dass ihr halt wirklich den schönen Basiswert habt, erhöht die vom Verbrauchsmaterial der Reparaturmannschaft wiederhergestellten TP, dass ihr einfach wirklich mehr zurückheilen könnt. Deswegen habe ich mich für die Azor Lane Craft Spee entschieden und nicht mehr für den Müller, weil ihr seht, wir haben hier nur die Höchstgeschwindigkeit, die erhöht wird. Sie braucht es einfach und deswegen ist die Azor Lane Craft Spee wirklich eine gute Alternative. Ja, Freunde, langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viel über das Schiff geredet. Wir sind jetzt hier schon bei 13 Minuten 30 und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Gefecht wieder. Bis gleich! So, Freunde, willkommen auf dem Siegfried. Wir sind Zufluchtsherrschaft unterwegs. Wir haben Benson, York, Chapayev, Siegfried, Leon, Lenin, Bismarck, Massachusetts und Iowa im Gegnerteam. Goldberg und The Dark Hunter kennen wir ja, sind Zuschauer, Abonnenten. Schöne Grüße gehen natürlich raus. Da gab's so ein, zwei Mal schön den Fokus auf mich, was ich manchmal gar nicht verkehrt finde, weil dann wird nämlich dann immer mal wieder so die Aufgabe von den Schiffen vergessen, weil man dann doch lieber den Kollegen raushaben möchte. Nein, aber schöne Grüße, wie gesagt, gehen raus. Wir schauen mal, was wir hier so können. Ich werde natürlich wieder unterstützt von meinem Kollegen Luca. Wir hoffen mal, dass Luca hier nicht ganz so schnell sinkt. Ja, Siegfried, ein Schiff, was wahrscheinlich manchen Leuten auch, wie soll ich sagen, den letzten Nerv rauben kann, denn sie ist, wie gesagt, nicht ganz einfach zu spielen. Auch mit dem Anwinkeln, sie wird nicht so angewinkelt, wie man das von den deutschen Schiffen gewohnt ist. Man muss doch ein bisschen mehr zeigen, damit eben die Kugeln, Salven, was auch immer, eher an den dicken Seitenpanzerungen abprallen können. Frontal stehen ist keine gute Idee mit dem Schiff. Also ihr müsst wirklich ein bisschen mehr eindrehen, wie ihr es eigentlich gewohnt seid. Also wirklich mehr zeigen, wie bei einer Bismarck, bei einer Tirpitz. Dann geht's eigentlich. Dann
verzeiht sie auch mal so einiges. So, da haben wir schon Goldberg. Aber komme ich leider noch nicht dran. Ah, da ist der feindliche Siegfried. Fährt auch schön breit. Hauen wir mal eine Breitseite raus. Vielleicht können wir ihm mal ein bisschen was drücken. Und jawohl. 13.804 Schaden. Das ist doch schon mal ein schöner Anfang. Wir werden jetzt mal schauen, dass wir hier... Und da kommen schon die ersten Salven von der Chapaev. So, da ist die Massa, da ist die Lenin. Da habe ich mir gleich gesagt, die stehen da schön frontal, stationär. Habe ich gar keinen Bock drauf, drehe ich gleich wieder ab. Drehe ich gleich wieder ab, fahre in die andere Richtung, versuche dann ein bisschen Luca zu unterstützen, dass wir hier C einnehmen. Weil wir sind hier Herrschaften unterwegs, Freunde, das vergessen immer mal viele. Und da wollen wir natürlich jetzt hier versuchen, die Punkte einzunehmen, damit wir erstmal hier gesichert sind. Unser DD macht hier super Arbeit, versucht hier B einzunehmen. Aber ich glaube... Ach, er hat sogar den feindlichen DD schon rausgeballert. Sehr, sehr gut. Ja, wir drehen rum, fahren Richtung C. Damit wir jetzt hier auch recht schnell einnehmen können. Damit wir hier wirklich punktetechnisch einen Vorteil herausspielen können. Herr Siegfried, sollte man nicht, wie Bismarck, Tirpitz und Co., direkt in den Nahkampf schicken, also das mag sie gar nicht, ihr solltet sie schon relativ auf der Reichweite spielen und wenn sich die Gelegenheit bietet, dann auf jeden Fall könnt ihr mal in den Nahkampf gehen, ihr solltet aber auf keinen Fall in den Nahkampf gehen, wenn da zwei Schiffe oder so stehen, wenn da wirklich mal so ein Schlachtschiff oder sowas ist, das kann man wirklich gut einstecken, da kann man sich wirklich immer noch gut rauswinden, wenn da zwei Schiffe stehen, wird es schon schwieriger, also sie verzeiht euch dann im Nahkampf nicht so viel wie eine Bismarck oder eine Tirpitz oder eine Scharnhorst oder eine Kneisenau. Also da müsst ihr wirklich, wirklich aufpassen. Immer schauen, dass ihr wirklich im richtigen Moment dann anfangt loszulegen. Nicht zu früh, sonst kann es ganz schnell vorbei sein. So, wir haben jetzt hier auf der feindliche Lyon geschossen. Volle Kanne daneben. Sehr schön, da freut sich der Adler jedes Mal. So, sie sind schon in C drin, das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir werden da ein bisschen nachkommen. Zuflucht ist natürlich auch nicht... meine Lieblingskarte, also Zuflucht gehört wirklich mit zu meinen Hasskarten wegen diesen komischen Bergen. Die mag ich gar nicht. Aber man kann hier doch taktisch gut vorgehen. So, gehen wir hier nochmal auf die Lyon. Vielleicht haben wir diesmal besseres Glück oder ein bisschen mehr. Nein, sie dreht schon wieder ab. Ach, komm. Aber wir haben sie trotzdem mal treffen können. Ihr müsst halt mit dem Siegfried auch immer wieder mit der Geschwindigkeit spielen. Also wirklich passt auf, dass ihr nicht zu schnell nach vorne rast. Ihr werdet ganz schnell fokussiert, wollte ich eigentlich sagen. Und das geht dann ganz schnell in die Hose. Also die Siegfried kann das nicht leiden, wenn da wirklich mehrere Schiffe auf einen schießen. Da prallt dann auch nicht so viel ab. Da frisst sie dann ordentlich. Haben wir denn jetzt mal Glück, dass wir hier die Lyon treffen? Jawohl, geht doch. 6.000, 7.000 ungefähr haben wir ihr drücken können. Versuchen wir es nochmal. Obwohl sie halt jetzt hier gleich aus meiner Reichweite fährt. Ja. Wir müssen jetzt nach vorne. Damit wir hier vielleicht auch nochmal C einnehmen können. Ah, ja. Wie gesagt. Leider keine Reichweite mehr gehabt. Sehr schade. Aber das sollte eigentlich Lukas schaffen. Lukas sollte da eigentlich die Lyon daraus schaffen. Jetzt tritt sie auch wieder hier rein. Obwohl. Nee. Dreht auch schon wieder ab. Und ihr seht es, ne? Die Steuerung ist wirklich in Ordnung. Damit kann man jetzt wirklich super arbeiten. Das hatte ich beim Lütjens leider nicht. Also, ihr habt es gesehen gehabt. Die hat bei mir gestreut. Noch schlimmer als die Kneisenau. So, da ist die Chapaev. Fährt schön Breitseite. Jetzt müssen wir natürlich erstmal nachladen. Und dann steht uns natürlich dieser bescheidene Berg im Weg. Ah, herrlich. Herrlich. Ah, Iowa. Ja, geht vorne auch in den Berg rein. Ich mag solche Berge hier einfach nicht. So. Jetzt werden wir gleich sehen, wie sich das Feuer wieder auf mich lenken wird.
So, und ihr seht, gleich geht das Feuer wieder auf mich. Sehr schön, haben wir gut abgebremst. Ja, er ist leider rausgedreht. Schade, schade, schade. New York. New York. Hat auch nicht mehr sonderlich viel. Wir sind hier auch schon wieder sehr im Nachteil. Oh ja, das kommt drin noch ein bisschen. Ah. Jawohl, schön. York ist raus. Sehr gut. Da haben wir schon mal die rechte Flanke frei. So muss das sein. Oh, links kommt ein Schlachti. Links kommt ein Schlachtteam, da fahren wir jetzt auch gleich hin. Drehen jetzt hier nach links weg. Komm schon. Dreh, Siegfried, dreh! Aber ihr seht's, ne? Also das feindliche Team hat hier nicht wirklich die Lust, die Caps einzunehmen. Die wollen hier wirklich nur versenken. Was natürlich jetzt auch gar nicht so verkehrt ist, weil wir natürlich sehr im Nachteil sind. Die Lenin hat richtig gefressen, dank Luca. Luca ist aber wieder viel zu weit vorne mit seiner Lenin. Und das Problem ist, wenn er jetzt natürlich die Lenin anwinkelt, beziehungsweise nach links wegdreht, zeigt er den anderen Schiffen die Breitseite und dann ist er mit der Lenin auch ganz, ganz schnell raus. Komm, nimm die Lenin raus, Luca. Sehr schön. Lenin ist raus. Jetzt gehen wir hier auf die Massa. So, und jetzt haben wir natürlich den Vorteil, die Massas alleine. Jetzt können wir hier auch mal unsere Torpedos benutzen, also wirklich jetzt mal in den Nahkampf gehen. Klar, bei einer Massa ist es sehr riskant, weil ihr wisst ja, die Massa hat die Hauseigenschaft, dass sie auch angewinkelt ziemlich gut durchkommen kann. Und da müssen wir natürlich aufpassen. Da müssen wir uns richtig anwinkeln, dass wir hier nicht viel kassieren. Ah, Luca, schaut auf die Minikarte. Luca steht viel zu breit gegenüber den anderen. Luca, dreh rein. Dreh rein mit deiner Linie. So, jetzt geht's hier auf die Massa. Zack, haben wir ihn nochmal ungefähr, ja, 5.500 drücken können. Und ihr seht, die Chapaev schießt immer noch auf uns. Also, ich weiß nicht, warum man sich so auf einen fokussieren muss. Obwohl da ja noch zwei Schiffe sind, die dort deutlich, deutlich näher dran sind. Aber wie gesagt, das ist manchmal auch ein Nachteil für die eigenen Leute, denn sie vergessen nämlich dann auch wirklich mal, was es hier wichtig ist, beziehungsweise was hier wichtig ist, so rum. Denn sie liegen punktetechnisch, klar, nicht sonderlich weit hinter uns. Doch, jetzt, jawohl, Lyon ist raus. Dafür haben wir aber hier drei Caps. Ich versuche jetzt hier das B-Cap noch zu verteidigen. Oh, da haben wir Glück gehabt. Da haben wir echt Glück gehabt. Gerade die Torps rausgeschmissen, bevor sie uns hier den Torpedowerfer beschädigt hat. Das ist natürlich auch wieder typisch deutsch. Also hier beim Siegfried ist halt auch das Problem. Jawohl, schön. Massa ist raus. Und jetzt fahren wir hier weiter. Und ich werde immer noch schön fokussiert von der Chapaev. So, wir versuchen jetzt hier schnellstmöglich wegzufahren. Also wir haben die Caps hier schön verteidigt. Und zack, kriege ich die bescheidene Zitadelle. Wirklich, ach, das hat mich richtig geärgert. Jetzt habe ich natürlich dann überlegt gehabt, okay, wir haben hier hinten noch die vielen Schiffe. Jetzt muss ich überlegen, fahre ich hinten raus, warte ich erstmal, spiele ein bisschen mehr jetzt auf die Zeit. Wir haben noch 5 Minuten, das ist viel Zeit, die jetzt hier noch rumgehen muss. Alleine werde ich das da hinten nicht packen. Unser Schlachtschiff ist aber leider alleine. Und ist auch jetzt weg. Also ich bin jetzt mit dem DD alleine und habe mir jetzt überlegt gehabt, nein, das macht jetzt keinen Sinn, wirklich jetzt da reinzufahren. Also hinten rumzufahren. Oder wegzufahren. Klar, ich hätte jetzt wegfahren können und dann wirklich die 5 Minuten auf Zeit spielen können. Das war aber nicht so meine Absicht. Ich habe dann so ein bisschen gewartet und geschaut, was macht der DD? Fährt jetzt der DD nach A, was jetzt wirklich blöd wäre, weil ich kann ihm nicht viel Hilfe geben. Oder haut er ab und spielt wirklich auf Zeit. Spielt er auf Zeit, würde ich mich opfern und würde da komplett reinfahren, das Feuer auf mich lenken und versuchen, dass die Schiffe eventuell in meine Richtung fahren. Oder fährt er, wie gesagt, nach vorne, dann muss ich ihn leider alleine lassen und muss dann wirklich versuchen, auf Zeit zu spielen und fahre dann doch relativ weit weg. So, ich habe jetzt erstmal geguckt gehabt, was macht unser DD jetzt? Was macht unser DD? Ich hatte wirklich die Angst, dass er wirklich jetzt nach A fährt. Deswegen bin ich jetzt hier erstmal an der Insel geblieben, um wirklich abweichen zu können, abhoffnen zu können, was auch immer.
zu schauen, was unser DD jetzt macht. Das ist jetzt ganz wichtig. Wir können das Ding hier noch locker gewinnen. Punktetechnisch liegen wir deutlich weiter vorne als die Kollegen hier. So. Ah, unser DD hat es anscheinend gemerkt gehabt. Okay, das macht keinen Sinn, da jetzt reinzufahren. Wir liegen punktetechnisch vorne. Das wäre zu riskant. Und auch wenn ich mich opfere, würden wir trotzdem noch punktetechnisch vorne liegen. Deswegen habe ich mir dann gedacht gehabt, okay, haut er jetzt ab, dann ziehe ich die Karten und fahre da voll rein. Und versuche, die Leute hier rüber zu ziehen auf meine Seite, damit der DD dann die Chance hat, abhauen zu können. So, wir schießen jetzt hier erstmal mal auf die Iowa. Jawohl, schön, Nummer 3-8. Ja, DD ist... Er ist schon ein bisschen mutig, ne? Warum er jetzt da so durch C fährt? Er hätte auch unten lang fahren können. Aber jetzt sehen wir. Er dreht ab. Ich hoffe, er bleibt dabei. Haut jetzt nochmal seine Torps raus. Da ist unser Chapai-Fahrer. Jawohl. Wieder zwei Overpens. Ja. DD haut ab. Dann machen wir das, was ich eben gesagt habe. Wir werden jetzt alles auf eine Karte setzen. Versuchen hier die Jungs abzulenken, dass die hier eventuell nach B reinfahren, damit er eben noch die Möglichkeit hat, schnell da wegfahren zu können. Die 2 Minuten 30. Es ist riskant, was ich jetzt hier vorhabe. Dass wir nicht überleben werden, ist klar. Keine Frage. Aber es scheint zu funktionieren. Chapayev kommt hier rüber. Iowa kommt auch hier rüber. Gar nicht mal verkehrt. Bismarck steht immer noch da hinten. Die hat sich, glaube ich, das ganze Spiel nicht einmal wirklich bewegt. Die stand schon die ganze Zeit da hinten. Natürlich für Goldberg und Dings auch ein bisschen ärgerlich, dass man dann so, solche Teammates hat. So. Gehen wir jetzt hier nochmal auf die Iowa. Jawohl, nochmal 12.000 auf die Iowa. Wir torpen jetzt hier auf die Chapayev. Hoffen, dass wir ihm nochmal eine drücken können. Ja. Unser Plan funktioniert, Freunde. Komm schon. Ah, schön. Nochmal Torpedotreffer. Jetzt können wir nochmal gucken, ob wir ihm nochmal eine drücken können. So, komm, gönn ihm. Und wir machen 4 Overpens, Freunde. 4 Overpens. Da, Goldberg, da hast du mehr Glück gehabt als Verstand. Aber schön, schön gespielt, muss man sagen. Muss man wirklich sagen. Ihr wisst ja, ich bin kein guter Verlierer. Oh, wir haben aber hier nochmal 3 Zieltreffer auf die Iowa gemacht. Sehr, sehr schön. Ich bin kein guter Verlierer, bin ich ganz ehrlich. Aber sie haben es schön gespielt gehabt. Und vielleicht hätten sie mich weniger fokussieren sollen. Sich dann doch wirklich eher auf die Caps konzentrieren sollen. Die haben viel zu lange hinten in ihren Sektoren rumgegammelt. Und das könnte ihnen jetzt zum Verhängnis werden. Denn unsere Akatsuki, ganz ehrlich, Akatsuki, du hast einen super geilen Job gemacht. Du hast es auf jeden Fall verdient zu überleben und du hast auch wirklich verdient, hier das Ding zu gewinnen. Und die Akatsuki macht das Richtige. Die Akatsuki denkt sich so, hier, ich bin doch nicht doof. Ich spiele jetzt hier auf Zeit. Sie haben lang genug gezögert mit den Caps einnehmen. Das ist jetzt ihr Nachteil und ich denke, das wird auch leider ihre Niederlage werden. Obwohl sie die Niederlage verdient haben. Also die Bismarck da hinten, die hat sich ja wirklich überhaupt nicht bewegt gehabt. Also das sind dann wirklich Leute, da könnte ich auch jedes Mal mit dem Kopf schütteln. Das ist auch kein Support fürs Team. Jetzt fangen sie halt an, das B-Cap einzunehmen. Das wird ihnen aber nicht mehr reichen. Wir haben hier über 100 Punkte Vorsprung. Das wird ihnen in 20 Sekunden nicht mehr reichen. Akatsuki, wie gesagt, macht alles richtig. Spielt hier auf Zeit. Spielt jetzt nicht aggressiv. 1A, Elbe Pasi, wirklich super, super gespielt. Und auch hier Goldberg und Dings auch wirklich super gespielt. Schöne Grüße gehen natürlich raus. Wie gesagt, hätte der Goldberg mich nicht permanent gefokust, immer wieder gefokust, hätten sie vielleicht doch wirklich dann schneller die Caps einnehmen können und dann hätten sie das Ding hier auch locker gewinnen können. Und ich denke, Elbe müsste sogar noch den Einzelkämpfer gekriegt haben. Ja, 155 Schaden haben wir gemacht. 7 Torpedotreffer, 2 Schiffe versenkt, 3 Wassereinbrüche. Platz 1 mit 2516. Elbe Zweiter verdient. Siegfried ist auf Platz 1. Also ihr seht's, beide Siegfrieds auf Platz 1. 229.000 Credits haben wir gefahren. Jetzt will ich nochmal kurz zurückspulen. Das werdet ihr jetzt nicht sehen, weil ich möchte nämlich mal gucken, was die feindliche Bismarck, auf welchem Platz die gelandet ist. Ah ja, okay, sie ist vierten Platz von unten gelandet. Ja, mit so einer Spielweise kann man auch nicht viel erwarten. Kleines Fazit zum Schluss. Siegfried ist nach wie vor kein einfaches Schiff. Entschuldigung. Sie macht Spaß für die Leute, die wirklich auf Herausforderungen stehen.
die wirklich sich die Zeit nehmen, das Schiff wirklich intensiv zu ergründen. Dann kann man mit ihr wirklich sehr, sehr viel Spaß haben. Man kann mit ihr dann auch wirklich austeilen. Sie wird trotzdem auf Stufe 7 auf keinen Fall mein Favorit werden. Ich werde sie aber wirklich öfters mal spielen, weil sie macht mir mittlerweile doch recht viel Spaß. Und ich mag dieses, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag schon dieses Herausfordernde, ne? Dass man wirklich permanent denken muss, oh, wie stehe ich jetzt, wie fahre ich jetzt am besten und. Das ist wirklich ganz geil. Macht beim Siegfried Spaß. Trotzdem stört es mich, dass der Siegfried ein Kreuzer ist und kein Schlachtschiff in dem Spiel. Und das hat mich massiv gestört und das stört mich immer noch. Und ihr wisst ja selbst, es wird sich auf keinen Fall ändern. Sie wird auf jeden Fall ein Kreuzer bleiben. Aber ich sag mal, auch als Kreuzer lässt sie sich gut spielen, obwohl man halt gerade diese wunderbaren Vorteile eines Schlachtschiffkapitäns hier nicht nutzen kann, was ich sehr, sehr schade finde. Trotzdem ein wirklich gutes Schiff. Kein klassisches Schiff, aber ein gutes Schiff. Also für Leute, die wirklich Herausforderungen suchen, die werden wirklich Spaß mit dem Ding haben. Ich sag mal, die mit sowas nicht klarkommen, die werden das Ding verfluchen bis zum geht nicht mehr. Und da glaube ich auch. Also ich denke schon, dass 80% der Leute den Siegfried ein, zwei Mal fahren wird und das Ding dann im Hafen stehen lassen wird. Ja, Freunde, langer Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns am Montag im Stream wieder. Da werden wir dann den Arena-Modus testen. Und dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut!